Ich benutze viel Parfüm. Ich benutze zu wenig Parfüm. Ich benutze das gesunde Mittelmaß. Was ist richtig? Wie viel Parfüm kann ich auftragen und wo? Das ist die Frage. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Dennis immer noch aus Hamburg. Yes. Ja, das möchte ich euch heute mal kurz erläutern bzw. beantworten. Also im Endeffekt kann ich immer nur sagen, benutzt. So viel Sprühe wie ihr wollt. Das ist erstmal Fakt. So es ist natürlich immer die Sache, wo seid ihr? Also, ihr könnt natürlich nicht 20 Sprühe von Interlude Man oder von äh, Ombre Leather oder äh, ja, Ombre Leather ernährt ne, ja auch nicht. Das wäre auch too much, viel zu too much. Äh, Im Büro tragen. Ne, Aber Ombre Nomad wollte ich eigentlich sagen. Ähm, das könnt ihr natürlich auch nicht machen. Oder auf einer Beerdigung, da ist die Frage muss man überhaupt ein Parfüm tragen, so. Und, aber sonst, sagen wir mal, draußen. Also, ich bin einer, ich sprühe grundsätzlich mehr. Natürlich habe ich immer gesagt, so und so, also 1 zwei, drei, vier, fünf, und so weiter. Und hier vielleicht noch zwei sind sieben. Das ist immer so dieses, äh, ja, diese, das, was man so sagt, oder im Büro, drei sprühe so. Also macht das, wie ihr wollt, weil es ist sonst zu so kompliziert, das ist keine Wissenschaft. Und Fakt, ich sprühe immer mindestens acht Sprüher. 9, 10, 11, 12. Ich sprühe auch gern mehr mal, weil äh, ich will auch, dass ich mich rieche und dass andere mich riechen. Natürlich kann man dahin also so rangehen, dass man sagt: Ich möchte nur mich selber riechen. Andere müssen mich ja nicht riechen. Ja, aber gut, aber Parfüm ist dafür da, dass auch andere das riechen. Das hatte Tom Ford schon gesagt. Also haut euch das rauf, sagte er mal, weil sonst macht es keinen Sinn, wozu dann einen Duft benutzen. Ne? Und gut, für ihn kann das natürlich auch gut Verkaufsstrategie sein, und so schneller der Flakon leer geht und ne, man kauft mal einen neuen. Aber es ist schon, also ich sprühe auch sehr viel. Also ich sprühe selbst auch mal 12, 13 Hertz Sprühe, auch wenn der Duft nicht so... Schwach ist. So, das ist immer wie ihr Bock habt. Natürlich, draußen könnt ihr so und so machen. Wenn ihr raus, wenn ihr spazieren geht, wenn ihr draußen seid, wenn ihr euch da trefft oder was auch immer ihr da macht, da könnt ihr so und so mehr Sprüher. Im Büro müsst ihr aufpassen, da könnt ihr natürlich nicht 20 Sprüher. Auch nicht als Boss, auch nicht als Angestellter und so weiter. Das geht einfach nicht. Benutzt dort einfach das gesunde Mittelmaß. Also ich weiß nicht kommt darauf an, was für ein Duft ihr. Wenn ihr CK1 auflegt im Büro, was natürlich ein sehr guter Duft ist im Büro, dann könnt ihr auch Sechs-Sprüher nehmen, weil der Duft er ist da. Es kommt darauf an, weil jedem Mann zum Beispiel ist jeder Haut anders. Es gibt Leute, die riechen also sehr extrem stark nach Cool Water zum Beispiel. Ich kenne einen. Der hat den so die ganze Zeit, ne? Das war nicht die Oldschool-Version, die Vintage-Version, sondern das war die neue. Aber der hat den ganzen Tag nach diesem Duft gerochen und der hat nicht viel spürt. Also das liegt immer darauf an, wie der Körper auch, ähm, ich wollte gerade sagen, das absondert, nein, aber wie der das aufnimmt, ähm, wie, wie du schwitzt, in, ein Mensch schwitzt grundsätzlich immer, auch wenn man sich merkt, ne? äh, Wie die Poren das aufnehmen und überhaupt, wie der das so, ja, wie das bei Ihnen so ab. Perlt, <laughs> nein, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, das kann bei anderen nach 20 Sprühen nicht nach einer halben Stunde nicht mehr wirklich riechen. Und bei anderen, wie gesagt, zwei Sprühen riecht den ganzen Tag ein Duft, der nicht mehr so stark ist. So, also deswegen. Aber fünf Sprüher im Büro, wenn es nicht so bei CK 1 ist, das in Ordnung. Wenn ihr einen stärkeren Duft im Büro tragen wollt, müsst ihr natürlich aufpassen. Äh, dann sollte man ein oder zwei Sprüher nehmen. Beerdigung sollte man vielleicht gar keinen Duft benutzen. Das ist Ansichtssache, aber ja. Und Vorstellungsgespräch bitte natürlich auch nicht so extrem voll Dieseln, dass der äh, Chef, der euch äh, vielleicht haben möchte, umfällt. Das geht auch nicht. Das kann wirklich. Es ist in Deutschland noch nicht angekommen, auch wenn das hier ein aktuell großer Hype ist. Ich finde das natürlich nice und das könnte natürlich noch viel mehr oder viel größer werden, so wie in Amerika, vor allen Dingen ähm, ja in die Materie auch bei einzelnen Duftvideos. Im Moment ist mir aufgefallen, dass in Deutschland irgendwie wollt ihr alle nur Top-10-Videos, ja, aber dann könnte man auch irgendwann Schwachsinniges dabei rausbringen. Top-10-Düfte für Dackel, Hundbesitzer oder was auch immer. Und es wird gar nicht mehr so oft, ich habe das schon vor langer Zeit schon erwähnt, es wird nicht mehr auf einzelne Düfte eingegangen, weil es keinen interessiert. Finde ich ein bisschen schade, dass es in Amerika, in England oder so, wo Düfte vorgestellt werden, anders. Ähm, deswegen trotzdem, auch dort ist einfach die... Auch nicht bei das, das Amerika ist das Land, es gibt viel mehr Einwohner. Aber Fakt ist, es die ja, das Parfüm-Ding ist anders angekommen dort. Hier ist es immer noch nicht wirklich. Wenn du Leute auf der Straße fragst. Und ähm, es, ah, es ist schwierig und man riecht auch nicht wirklich. Äh, viele riechen nach Qualm, weil sie ständig rauchen und so weiter. Ne, ich will jetzt nicht äh, hier rumsülzen. Ich habe auch mal geraucht, aber habe vor neun Jahren aufgehört. Aber ähm, das Ding ist, es ist schlimm, wenn eine Frau dir entgehen kann, sie stinkt nach Qualm. So, ich sag das direkt, weil es so ist. So, und äh, die brezen sich auf, aber keiner riecht nach Parfüm. Das ist schon merkwürdig, oder? Und äh, wenn man sie dann fragt, dann kennen sie nichts und so weiter. Und wir, ihr seht ja, dass es wird ja noch mehr Videos kommen äh, geben, die ich mache, äh, wenn ich die Listen habe. Äh, welche die Charts zum Beispiel nach Lutino sind, die Charts bei Douglas, es sind alles. Alt eingesessene düfte die leute wollen nichts neues ausprobieren sie gehen einfach raus und so weiter und deswegen ist dieses thema beim Chefs, es kann einfach sein dass er sagt ja okay ich finde sie nett aber ganz ehrlich das nächste mal kommen sie mit äh, gar kein parfüm oder weniger ne? und das kann einfach sein es ist schlimm ein duft ein schöner duft ich mache das seit zig jahren ein schöner duft ist doch was interessantes gut wenn man ihn nicht mag ist es ein problem aber ich bin jetzt einer er riecht ja nicht nach Scheiße. Ne? Also dann würde ich auch irgendwie was sagen, aber ihr wisst, was ich meine, denn man kann sich dann auch ein bisschen anstellen. Das ist aber, wir sind Fans, wir sind Freaks, das ist was anderes. Aber ähm, man muss aufpassen, man muss wirklich aufpassen in... Deutschland immer noch. Es ist einfach. Ich finde es schade, aber ich hoffe, dass das alles noch ein bisschen größer wird und dass viele Leute mehr auf diesen Zug aufspringen. Und auch andere Düfte außer Cool Water und Job Om und so weiter sind alles Klassiker, geile Düfte, aber die Leute müssen ja auf andere noch umspringen. Das machen sie, aber ja, wie gesagt, es will nicht abschweifen. Ich will einfach nur sagen, ihr müsst äh, aufpassen beim Vorstellungsgespräch. Es kann auch nach hinten losgehen, was. Für meiner Meinung, also meiner Meinung nach, also wir haben auch ähm, äh, Mitarbeiter oder die wir eingestellt haben, aber ich bin jetzt nicht so einer, wenn der jetzt stark nach Parfüm bricht, ich meine, ich weiß es ja, der stellt sich vor, der will gutes Auftreten haben, der hat nee, Parfüm, ist mir doch egal, okay, ne, bei mir ist es jetzt aber auch was anderes, ne, bei mir und... Ähm, weil meiner Frau sah es noch was anderes aus, das jetzt auch nicht, ins, ja, es muss ja das Auftreten ausstimmen und nicht nur hier bin ich und ich habe ein geiles Parfüm stellt mich ein, das äh, geht funktioniert natürlich auch nicht, auch für die Leute woanders jetzt, ne und äh, ja wie gesagt sprüht wie viel ihr wollt im Endeffekt macht nicht eine, macht da keine keine Doktorarbeit draus es macht keinen Sinn also so, äh, vier Sprühe nein sprüht einfach so viel ihr wollt wenn ihr draußen wenn ihr draußen seid wenn ihr zum Büro äh, äh, zum Büro genau wie gesagt da weniger wenn ihr draußen seid wenn ihr zu Kumpels geht wenn ihr auf Geburtstagen geht all diese ganzen Sachen sprüht doch wie viel ihr wollt Bars Club, so und so so Büro aufpassen aber ihr müsst Ihr seht ja, was ihr für Mitarbeiter habt oder Angestellte, oder was auch immer. Beerdigung, aufpassen und so weiter. Aber alles andere doch alles locker und locker durch die Hose atmen und nicht so verkrampft das sehen. Einfach sprühen. Und wenn einer draußen, hatte ich schon, habe den überholt, ne, wo ich ähm, spazieren gegangen bin. Ich glaube, der hat so. Oh, ich, ein ich habe einen süßen äh, Duft drauf gehabt. Das hat ihn so gestört. Interessiert mich doch ein Scheißdreck. So ob die ihn da stört draußen. Wen interessiert das? Kein, kein Mensch. Kann ich mich höchstens mal umdrehen und fragen, ob er ein Problem hat. Aber äh, wen interessiert das? Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Da macht Haut drauf und 15 Sprüher. Wir müssen das natürlich wie äh, Curly Fragons aus äh, in Holland, aber die wohnt ja nicht mehr in Holland, ähm, in Dubai bei extremer Hitze. Und äh, es ist wirklich extrem heiß. Ich habe mit ihr ja mal oder ich schreibe ja mit ihr ab und zu mal. Und die haut natürlich, wat, was weiß ich, wie viel äh, Sprühe rauf. Ne? Sie, man kennt das, die haut von U30 Sprühe rauf und noch mehr. Das muss man auch mögen. Ne? Aber wenn der Duft geil ist, warum nicht? Ne? Also, ja, das war Eigentlich muss ich nicht mehr sagen. Einfach locker. Bei manchen Situationen aufpassen, aber sonst ist eigentlich ganz alles easy. Also, Leute. Denkt dran, immer locker und nicht so verkrampft. Aufpassen, ein bisschen nachdenken, aber sonst draußen etc. könnt ihr ruhig raufballern, macht. Aber sonst ein bisschen natürlich, klar, aber auch, das gilt auch nicht nur für Deutschland. Ne? Ihr könnt, also ich habe ich, Leute in Amerika, ihr könnt nicht auch nicht ins Büro gehen, dort in Amerika, dass sie, so, das wollte ich nicht sagen, dass die anders denken und so nach dem Motto, du kannst im Büro mit 20 Sprüher reingehen in Amerika, das geht auch nicht. Ne? Also ich wollte damit nur sagen, hier ist es noch ein bisschen, die Menschen sind hier einfach ein bisschen anders, ihr kennt das ja, wie das hier so ist. Ja, da will ich nicht drauf weiter eingehen und so weiter. Aber sonst ist eigentlich alles easy. Also, Leute, wenn ihr das erste Mal übrigens hier seid für alle Neuen, bleibt einfach hier, drückt den Kanal, es würde mich natürlich freuen und besucht auch gern meinen Merchandise Shop. Also, Leute, bis zum nächsten Mal.